Hallo, liebe Freunde des gepflegten Vlog-Gelabers-Spaßes. Ich begrüße euch zum nächsten Vlog von mir für euch. Und ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich im September im Urlaub bin. Und in diesem Video möchte ich da ein bisschen näher drauf eingehen, was da auch mit dem Kanal wird und wie viele Folgen von was und überhaupt kommen. Und deswegen jetzt mal so, ja, die Informationen dazu. Ich werde also am 28. August bis zum, ich glaube, 24. September nicht da sein. In der Zeit werden natürlich auch ein paar weniger Videos kommen. Es wird so sein, dass World of Tanks am Anfang des Septembers noch, ja, ne, normal kommt es nicht, aber auf jeden Fall schon weniger Folgen, aber noch trotzdem mehr als zur zweiten Septemberhälfte hin. Da wird es dann vielleicht so auf 2 bis 3 Folgen pro Woche runtergehen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber wenn ich wieder da bin, wird es auf jeden Fall wieder wie üblich 5 bis 6 Folgen pro Woche geben, vorausgesetzt es ändert sich nicht irgendwas Gravierendes bei mir, wovon ich jetzt aber eigentlich nicht ausgehe. Anno 1404 Venedig wird höchstwahrscheinlich bis zu meinem Urlaub zu Ende sein. Ich habe jetzt bis Folge 46 aufgenommen. Ich glaube auch nicht, dass da viel mehr Folgen noch dazukommen werden. Ich werde jetzt am Wochenende oder am Montag, weiß ich noch nicht genau, wieder eine Aufnahmesession machen. Aber ich weiß ja, um welchen Punkt ich gerade stehe, und ich denke mal nicht, dass das Let's Play dann noch viel weitergeht. Ich sage nur so viel Hashtag Krieg. Ja, es steht leider nicht so gut, aber ich will nicht zu viel verraten. Ihr sollt natürlich das Video gucken oder die Videos. Bei Faster Than Light sieht es so aus, dass erste und zweite Staffel auf jeden Fall schon aufgenommen sind. Die erste ist ja auch schon zu Ende, die zweite läuft gerade. Und bei der zweiten wird es dann, die wird, glaube ich, nächste Woche zu Ende sein. Also irgendwie so am 18. oder so kommt, glaube ich, die letzte Folge. Und da bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal beim Luca, der mir da regelmäßig unter den Videos kommentiert und mir fleißig Tipps gibt. Das ist sehr, sehr toll, da freue ich mich sehr. Ich werde auf jeden Fall vor meinem Urlaub noch eine dritte Staffel aufnehmen. Die wird dann im September kommen. Wann genau, kann ich jetzt noch nicht, sagen. Ob sie auch in dem Zweitagesabstand kommen wie die aktuellen Folgen, weiß ich auch nicht. Kann durchaus sein, dass es alle 3 Tage nur eine Folge kommt. Es wird aber auf jeden Fall eine dritte Staffel von Faster Than Light im September geben. Was auch noch im September kommt, es wird ein weiteres Anno geben, diesmal ein Let's Play Together mit dem Mr. Murb und dem Liriax. Wir werden aber nicht Anno 1404 spielen, sondern wir werden das Anno 2070 spielen. Wir werden da uns am Montag und übernächsten Montag für jeweils 2 Aufnahmesessions, nächsten Montag eine Aufnahmesession und den kommenden Montag nochmal drauf, sodass wir für den September auf jeden Fall Folgen haben. Ihr werdet also auch mit frischem Material, was Anno angeht, versorgt werden. Ich bin sehr gespannt, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ansonsten noch ein paar kleinere Sachen. Es wurden sich 2 Videos gewünscht. Einmal ein Review zum IS-3, dem Tier-8er Heavy der Russen. Das wird auf jeden Fall kommen. Das werde ich noch vor meinem Urlaub aufnehmen. Das habe ich auch versprochen. Hat er natürlich auch gesagt, dass es ein bisschen dauern kann, beziehungsweise ein bisschen Geduld erbeten. Also ich werde auf jeden Fall das Video vor meinem Urlaub aufnehmen und wird aber höchstwahrscheinlich erst im September kommen. Vermutlich auch eher in der zweiten Septemberhälfte, aber kommt auf jeden Fall. Und was jetzt aber relativ kurzfristig kommen wird, das werde ich vermutlich morgen ist Freitag, aufnehmen, ist ein Video, wo ich genau erkläre, wie denn das mit den Replays funktioniert. Also was ihr in World of Tanks, welche Häkchen ihr dann in Einstellungen setzen müsst, dass auch die Replays aufgezeichnet werden und wo ihr die dann findet, wie ihr die hochladet ganz genau und wie ihr mir die schicken könnt oder halt auch anderen YouTubern schicken könnt. Die Anleitung ist dann universell einsetzbar, sage ich mal. Ja, soviel zu den ganz kurzen News. Ich sitze hier ganz gediegen auf meinem Balkon. Die Nachbarn hören mir zu oder auch nicht. Ah, da unten kommt gerade die Sportgruppe, die ich vorhin im Park gesehen habe. Die haben ganz lustige Freeletics-Übungen gemacht. Weiß nicht, wenn das jemand kennt. Habe ich auf jeden Fall vorhin gesehen. Ich war heute früh laufen, um 6, weil da ist noch nicht so heiß. Und werde vielleicht morgen nochmal laufen gehen, keine Ahnung. Also wer sich für mein Privatleben interessiert, ich mache relativ viel Sport neben der Arbeit, also Radfahren und Laufen. Aber dazu später vielleicht noch mehr. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr euch vielleicht irgendeinen besonderen Panzer bei World of Tanks wünscht, könnt ihr euch das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr eine Idee für ein Spiel habt,
dann schreibt es auch in die Kommentare, wobei ich da natürlich jetzt nicht hundertprozentig versprechen kann, dass ich das auch umsetzen kann, denn ich besitze jetzt keine riesige Spielebibliothek und ja, Vollpreistitel kostet dann 50 Euro und da muss ich natürlich auch ein Spiel dabei sein, wo ich auch sage, ja, yeah, da habe ich selber Bock drauf oder wo dann auch der Publisher, sage ich mal, so entspannt ist, dass man das auch in Ruhe let's playen kann, ohne da irgendwie großartige Bedingungen erfüllen zu müssen. Aber ihr könnt ruhig mal Wünsche in die Kommentare schreiben, da würde ich mich auf sehr drüber freuen. Ja. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Däumelchen nach oben. Mal gucken, ob ich das nächste Video wirklich mal draußen drehen kann. Ich hatte ja eigentlich versprochen, dass ich Radfahren wollte und dass wir die Kamera da mitnehmen wollte. Das hat leider nicht so ganz geklappt, weil das Radfahren jetzt zweimal ausgefallen ist. Jedes Mal hat meine Verabredung abgesagt. Nein, das stimmt nicht. Heute hat meine Verabredung abgesagt, weil die Gute einen Unfall hatte gestern mit ihrem Fahrrad und deswegen ein dickes Knie hatte und nicht fahren konnte. Und am Dienstag hat das irgendwie so mit dem Zeitmanagement bei der Verabredung nicht ganz hingehauen. Also zwischen uns beiden, da waren irgendwie die Vorstellungen ein bisschen anders. Auf jeden Fall gab es deswegen kein Video vom Radfahren, deswegen hier von meinem spannenden Balkon. Naja, spannend, wie man es halt nimmt, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.